in Holland und heute sind wir im Vacanti und Attrakti Park in Slagharen und das wird bestimmt ganz lustig. Jetzt gehen wir erstmal los. Das Wetter ist zwar total bescheiden, aber es wird bestimmt trotzdem super. Los geht's! Wow, das ist ja echt geil. Jetzt gehen wir ins Adventureland. Diesen Quatsch machen wir jetzt wirklich? Fahren wir mal eine Runde Riesenrad. Schlechtes Wetter heute. Shopping im Main Store. Ich muss euch mal die Maskottchen von Slagharen zeigen. Die sind nämlich wirklich süß. Ja. Cool. Sind wir hier im Disneyland oder was? Und wann trinkst du den? Kann jeder eins bekommen? Brandy und Rosie. Brandy und Rosie, Knuffelches. Ich schlafe uns selbst, ich kann eine schlechte Idee. Und hier gibt es eine Best Friend Factory. Da kann man sich also sein Plüschtier plus Klamotten zusammenstellen lassen. Wir müssen jetzt die Kinder davon überzeugen, dass sie das nicht bekommen. Ja! Bitte! Okay, das haben wir jetzt vor Oma ausgelagert. Das soll sich die Oma drum kümmern. Okay, wir gehen weiter durch einen Nummernschildladen. Wo sich Nummernschilder machen lassen kann mit seinem Namen, gehen wir weiter. Achso, hier kann man sich quasi also alles alleine machen lassen. Tassen und Dosen kann man sich hier drucken lassen. Stoffbeutel, Festbrettle und Brillen, sehr, sehr abgefahren. Und natürlich T-Shirts in jeder Variante, in jeder Farbe, in jeder Größe. Puh, geschafft, durchgekommen, ohne etwas zu kaufen. Ich muss gestehen, es fällt mir selbst schwer, nichts zu kaufen. Wenn es doch so schöne Taschen gibt. Es ist alles Kram, den man nicht braucht und der so und so nur rumliegt. Ist doch so. Oder nicht? Brauche ich etwa nicht? Es wäre das 25.000ste Kuscheltier. Und ja, trotzdem wird es natürlich so beliebt wie das andere, aber nein. Jetzt kommt der große Moment, in dem sich feststellen wird, welche Qualität der Kaffee in diesem Park hat. So, solange die noch rührt, muss ich mal die Eise der Kinder zeigen. Die haben alle so leckere... Ah, jetzt Achtung! Und? Erstmal nur süß. Meins hat dir noch nicht gefallen. Richtiger Espresso halt. Mit zu wenig Milch, aber lecker. Ich werde heute mal von meiner Tochter gefahren. Du bist eine ganz schön rasante Fahrerin. Ja, du machst es echt gut. Leider ist es jetzt schon 16:30 Uhr, nee, 16:40 Uhr ist es eigentlich. Und die ganzen Attraktionen, wo ein bisschen mehr Leute anstehen, machen jetzt halt schon zu, weil sie ja um 17 Uhr den Park zu machen. Müssen wir uns für morgen was vornehmen. Kirche. Geistes.
Wasser und Spaß. Tag 2 in Schlacharen und ihr seht, das Wetter ist leider nicht viel besser. Es ist so ein beständiger Nieselregen, was es ganz schön anstrengend macht, hier rumzulaufen. Aber wir machen es bitte mal wieder draus, weil was bleibt uns anderes übrig? Es ist nicht wirklich kalt, aber es ist halt nass. Und wir sind jetzt in diesem Zelt drin, was total... Oh, es klingt so laut hier drin. Der Ride war jetzt wirklich richtig schön, allerdings richtig schön. Gruselig. Die Kinder haben sich, ich muss meine Kapuze aufsetzen, jetzt wird's, es hat aufgehört, weniger doll zu regnen. Ja, mach mal, unser Gimbal wird nass. Achso, der wird nass, genau. Ja, schön, ganz, ganz dunkel da drinnen. Feuer, Explosionen, Indianer, Cowboys, Wölfe und Bisons. Wir Erwachsenen fanden es schön. Ich glaube, Etienne fand es auch schön. Ja, aber da wird auch aufeinander geschossen. Genau. Und die Kleinen, beziehungsweise die 5, die fast 6-Jährige und der 2-Jährige, hatten halt Schiss, aber haben es auf dem Schoß ausgehalten. So, jetzt ist mein Gimbal nass. Voll gut. Es ist kein Katapultstart, aber du wirst so dermaßen beschleunigt. Das kommt gerade gar nicht. Du wirst so dermaßen beschleunigt, einmal hin schon beschleunigt und dann krass zurück beschleunigt, dann nochmal krass nach vorne beschleunigt. Das ist echt total verrückt, aber es ist richtig, richtig geil. Futter. Ach, guck mal, halbe, halbe. Frisch gestärkt, eine Runde im Kreis. Muss einer mit anschieben. Monorail. Ferienhaus kann man hier auch bleiben. Spaßbad gibt's ja auch. Da waren wir gestern drin. So, jetzt habe ich das kleine Kind beim Vater gelassen und jetzt mache ich einen zweiten Versuch, in den Klamottenladen zu gehen. Die haben nämlich wirklich süße Sachen da. Unfassbar, aber war die Sonne scheint und wir haben uns Mutter-Tochter-Armbänder gekauft. Wir sind so cool, oder? Winke, winke, winke. Die Sonne ist rausgekommen und da wir die großen Attraktionen im Vacanti Park schon durch haben, sind wir jetzt noch mal zum Wasserspielplatz gegangen. Und nachher um 19 Uhr ist noch mal Mini-Disco am großen Springbrunnen. Mit dem
Mini-Disco im Hintergrund verabschieden wir uns von euch. Drei Tage Slacherin sind schon wieder vorbei. Wenn ihr auch schon hier wart, auch im Wigwam vielleicht, dann kommentiert unten drunter. Vergesst nicht, einen Daumen oder ein Abo da zu lassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.